Bereits vor der Partie herrscht gute Stimmung bei WRC-Trainer Dietmar Kübauer und seinem Co-Trainer Manfred Nastl. Und die Kärntner erwischen auch den besseren Start. Die Gäste zeigen sich sehr engagiert, versuchen sofort in der Offensive Akzente zu setzen. Vierte Minute, die Austria mit Problemen in der Verteidigung. Schickhoff zweimal mit dem Fehler und dann Peter Schul, der wieder im zentralen Mittelfeld beginnt mit der ersten Möglichkeit. Bei der Austria fehlt ja Omar Damare aufgrund des höchsten jüdischen Feiertags Yom Kippur. Ihn ersetzt Roman Kienast im Sturm. Die Wiener tun sich schwer, zu Chancen zu kommen. Daniel Royer nach 23 Minuten per Kopf. Der WRC steht kompakt, spielt defensiv sehr diszipliniert und in der Offensive zeigen sich die Kärntner äußerst effizient. Die erste richtige flüssige Kombination. Standfest in die Mitte auf Schul, der Tabellenführer, in der 27. Minute mit dem 1:0. Bei der Entstehung Weber mit der guten Spielverlagerung. Standfest hinterläuft Wernitznik ideal. Royer läuft nicht entscheidend mit. Exakte Hereingabe von Standfest. Zweiter Assist für ihn, Schul, mit seinem vierten Saisontor. Sehenswerter Konter der Wolfsberger in der Generali Arena. 35. Minute, die Austria mit dem schnell ausgeführten Freistoß. Kienast behauptet sich gut gegen Solbauer, vergibt die beste Torgelegenheit für die Veilchen. In Hälfte 1. 10 Minuten vor der Pause reklamieren die Austrianer noch ein Handspiel von Silvio Royer. Bringt die Kugel zur Mitte. Schiedsrichter Andreas Kolleger lässt aber richtigerweise weiterspielen. Es ist kein strafbares Handspiel von Silvio. Der Ball springt ihm da an die Hand. Holland hat dann Glück für dieses Foulspiel an Peter Schul. Keine Karte zu sehen. Mindestens gelb hätte es für den Australier sein müssen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat die Austria durch Daniel Royer eine weitere gute Chance. Es ist der einzige Schuss auf das gegnerische Tor bis dahin. Torhüter Alexander Kofler ist noch dran. Somit liegt die Elf von Gerald Baumgartner mit 0:1 zurück vor den Augen von Amateurtrainer Andreas Ogris und auch Herbert Prohaska. Es bleibt auch in Hälfte 2 dabei. Der Austria fehlt der richtige Zugriff auf das Spiel. 66. Minute bereits. Holland setzt gut nach, der Australier mit seiner besten Aktion in der Offensive. Es fehlen einfach die Ideen und vor allem auch die Überraschungsmomente bei der Austria. 10 Minuten später, die Wiener versuchen es einmal über die Seite. Der eingewechselte Kamera mit dem Wechselpass. Da ist Mada, der sucht den ebenfalls eingewechselten Salamon. Rnic ist noch im letzten Moment dazwischen. Kurz vor dem Ende vergeben die Wolfsberger die Möglichkeit auf die endgültige Entscheidung. Weber, der insgesamt zu den stärksten bei den Kärntnern zählt, auf Silvio. Jacobo und Schickhoff blockt noch den Schuss des Spaniers. Die Austria schießt in der gesamten zweiten Spielhälfte kein einziges Mal auf das Tor von Schlussmann Kofler. Enttäuscht somit vor heimischem Publikum. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelingt dem WRC dann doch noch das 2:0. Die Wiener Austria ist weit aufgerückt. Der eingewechselte Manuel Kirche im Zusammenspiel mit Weber. Der WRC spielt das sauber zu Ende. Weber vorbei an Lindner. Und dann mit dem 2:0. Riesenjubel natürlich beim Trainer. Und für Weber ist es das erste Saisontor. Die Gäste dieses Mal mit der letzten Konsequenz nach dem Konter. Die Austria macht auf. Und der WRC nützt das dieses Mal auch aus. Die Kärntner gewinnen somit nach einer sehr ordentlichen und vor allem soliden Leistung mit 2:0 bei der Austria. Es ist die erste Heimniederlage für die Wiener. Die Wolfsberger haben aktuell 15 Zähler Vorsprung auf die Veilchen.